Hallo zusammen, mein Name ist Rachel Mletter und ich begrüße euch zu einem neuen Tank Preview. Heute mit dem AMX M4 MLE 49, einem neuen Tier 8 französischen schweren Panzer, der den FCM 50T ersetzen wird, weil der ja ein Special Matchmaking hat. Aber ja, das Ding hat 1450 Strukturpunkte und einen Motor mit 1000 Pferdestärken. Das Gewicht von 70 Tonnen gibt ihm ein Power-to-Weight-Ratio von 14,29 Pferdestärken pro Tonne, was eigentlich wirklich sehr, sehr gut ist und sollte nicht unterschätzt werden. Die Maximalgeschwindigkeit ist 40 km pro Stunde vorwärts und 18 km pro Stunde rückwärts. Die Wanddrehgeschwindigkeit mit 30 Grad pro Sekunde ist eigentlich sehr gut und die Turmdrehgeschwindigkeit mit 36,5 Grad pro Sekunde auch nicht schlecht. Die Terrain Resistance mit 1,2, 1,4 und 2,1 ist mittlerer Durchschnitt und die Sichtweite mit 360 Metern ist auch nicht schlecht. Zur Panzerung, denn das Ding ist wirklich gut gepanzert. Frontal habt ihr 180 mm, wobei das kleine Fenster sogar 190 hat, seitlich 150 mm an diesen kleinen Stellen und auf der unteren Frontwanne 120 mm. Seitenpanzerung ist leider ein bisschen schlechter mit nur 40, das ist also AMX 5100 Standard. Aber jetzt kommen wir zum Turm, denn der Turm, der ist super. Der Turm hat 250 mm frontal und wie ihr sehen könnt, an fast allen Stellen. Also das Ding ist sehr, sehr gut gepanzert am Turm. Nur das Dach und die Commander-Kuppel ist schlecht mit etwa 40 mm. Also da muss man aufpassen. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass das Ding Hulldown wirklich sehr brillieren wird. Denn auch die Kanone ist sehr gut. Die 105 mm Kanone hat einen Schaden von 300 durchschnittlich, 400 mit HE. Eine Durchschlagskraft von 263 mit Gold und eine Schussfrequenz von 7,11 Schuss pro Minute. Der Schaden pro Minute beläuft sich auf 2133 und die Nachladezeit ist 8,4 Sekunden. Die Genauigkeit von 0,34 und die Einzelzeit von 2,6 Sekunden gibt eigentlich dem Tank eine gute Genauigkeit, aber die Gun Depression, also der Kanonenneigung sinkt nach unten mit minus 10, ist einfach nur super. Vor allem, wenn ihr wollt, mit dem Panzer Hulldown gehen. Aber ja, was denkt ihr über den Panzer? Ich freue mich drauf. Ich bin sicher gespannt, wie das Ding wird. Das gleiche gilt für den KV4 KTTS. Aber ja, schreibt's unten in die Kommentare und tüdelü!